Hallo und herzlich willkommen im Rückwärtsgang. Früher, da war nicht alles besser, aber anders. Und im Falle dieses Toyota Supra bedeutet das frech sein, sich mit den Großen anlegen, mit Leistung überraschen. Ich freue mich drauf und pack euch mit ein. Los geht's. Wenn man hier am Heck des Mark 3 Supra steht, dann ist man 4,63 Meter abgelaufen. Und das zeigt, das Auto ist deutlich gewachsen gegenüber Generation 2. Generation 2 hieß offiziell noch Celica Supra. Also war es eigentlich noch die Celica, aufgebrezelt, mit mehr Leistung versehen und allgemein mehr Dynamik-Tools und Features. Ab der Generation 3 gehen die beide getrennte Wege. Die Celica rüstet um auf Frontantrieb und der Supra behält den Hinterradantrieb. Wir haben einen Turbomotor. Einen Turbomotor, der Toyota eher untypisch Hitzeprobleme hat. Ja, das ist leider bei dem Motor so gegeben, dass er rund um die Zylinderkopfdichtung, dass er diesem da mal gern so ein bisschen zu warm wird. Darauf muss man da ein bisschen achten, ein bisschen aufpassen. Aber gut, trotzdem war das Auto sehr beliebt bei den Tunern und auch sehr erfolgreich auf der Rennstrecke. Eigentlich überall. Auf dem Dragstrip, bei der Rundstrecke, bei den Tourenwagen, bei der Langstrecke. Da hat das Auto wirklich international sehr viel für Furore gesorgt. Es gab sogar mal einen Supra Mark 3 in der DTM. Ja, schaut mal nach. So, und dieses Aggregat hier, da steht es auch schön drauf, ist ein 3-Liter-Aggregat. 3000 Kubikzentimeter, Turbo aufgeladen mit maximal 0,7 bar Druck. Geht's da zur Sache. Zwei oben liegende Nockenwellen haben wir hier vorzufinden. Sehr schön. Sechszylinder übrigens, habe ich das schon gesagt. Ein Sechszylinder. Deswegen brauchen wir hier auch allgemein ein bisschen mehr Bauraum. Der muss sich ja hier austoben. Und 175 kW Leistung erbringt dieses Fahrzeug. Ja, das sind 238 PS. Das ist schon eine ganz ordentliche Steigerung gewesen, auch gegenüber den Generationen vorher. Und immerhin 350 Newtonmeter. Damit sollte sich was anfangen lassen, oder? Mit der Automatik wiegt der Supra Mark 3 rund 1,6 Tonnen. So, ich bin auf der Landstraße. 50 km/h. Ich trete mal voll rein, mal gucken, was das Gewicht ausmacht. Er holt kurz Luft. Jetzt schiebt und schiebt, jetzt kommt der Turbo richtig dazu und 100. Wow. Wow. Also da will man den Wert von 0 auf 100 gerne glauben. 6,3 Sekunden. Das ist heute echt noch ein guter Wert. Da kommt noch was anderes hinzu, nämlich die Höchstgeschwindigkeit von, jetzt die Gelegenheit zu raten, 245 km/h. Der Supra Mark 3 hatte eine schöne Spielerei, nämlich ein Knöpfchen für, naja, ein extra Power Mode. Da kann ich drauf drücken und dann gucken wir mal, wie viel dann jetzt noch mehr kommt. Ich gehe nochmal runter auf 50 und latsch voll rein. Oh, 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 100. Oh, 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 oh. Da wird er aber nochmal ganz böse und rabaukig. Oh, da, da holt er dann wirklich alles raus. Uiuiui. Das muss ich aber nochmal hören. Uiuiui. Power Mode. 50. Uiuiuiui. Da gibt's allein mechanisch schon viel Geräusch. Denn zack, zack, zack. Paar Stufen zurückgeschaltet von der Automatik. Hier schnellt die Drehzahlanzeige ganz, ganz geschwind nach oben. Und dazu dann noch mächtig was, was hinten aus der Tröte rauskommt.1992 war nicht nur das UN-Jahr des Weltraums, sondern das Rotkehlchen war das Tier des Jahres. Unser Auto hier ist rot, aber das Rotkehlchen zwitschert dieses Auto gar nicht. Wir haben ja hier den Turbo an Bord, aber von dem höre ich gar nicht so viel. Kein Schnaufen, eben kein Zwitschern, kein Pfeifen, gar nichts. Wenn man jetzt so ein Bild von der Supra, von dem Supra, Entschuldigung, im Kopf hat, dann erwartet man das vielleicht, der eine oder andere. Ich vermisse es jetzt hier gar nicht so. Gar nicht so. Weil er eben für mich jetzt hier, so wie ich ihn erlebe,
kein so krasser Sportler ist, sondern ein wahnsinnig bäriger Cruiser, der noch richtig viel Kraft in der Hinterhand hat. Und sobald du ihn kitzelst, bam, hau dazu. Wisst ihr eigentlich, welcher Film 1992, als dieses Auto gebaut wurde, der erfolgreichste Kinofilm des Jahres war? Die Schöne und das Biest. In dieser, ach, so schicken Jacke, könnte man meinen, der Titel betrifft den Supra und mich. Aber ich habe diese schöne Jacke eigentlich nur an, um zu sagen, so einem Auto wie dem Supra, dem hing damals gerne mal so ein halbseidenes bis proletenhaftes Image an. Und ich finde, völlig zu Unrecht. Ich denke, man kann so ein Auto auch wirklich seriös fahren, denn so ein Auto wird doch erst dann zum Assi-Auto, wenn man es Assi fährt. Und das betrifft genauso die Generation 4, ja, der Mark IV, der Supra, berühmt geworden durch The Fast and the Furious. Und Generation 5 kam dann erst eine Zeit lang später, die GR Supra. Das ist also ein Auto, in dem bist du so unmerklich schnell. Du trittst gerade ein bisschen drauf. Gerade hier mit der Automatik kriegst du es gar nicht so mit. Der schiebt sich sehr unmerklich durch die Fahrstufen. Und plötzlich steht da die 100. Dazu kommt der sehr ausgeprägte Komfort. Das Auto bügelt alle Unebenheit sehr weg. Man kriegt noch genug von der Fahrbahn mit. Querrillen, Schlaglöcher. Aber der fährt da so drüber, dass der Hintern keinen Schaden nimmt und der Rücken ebenso nicht. Ich spüre, wo ich bin auf der Fahrbahn. Aber das Fahrzeug lässt mich ziemlich in Ruhe. Also an der Stelle ist er schon mal sehr Gran Turismo, sehr langstreckentauglich. Das Fahrwerk macht seine Sache hier sehr gut. Ein schöner Spagat aus Komfort und Sportlichkeit. Was steckt drunter unter dem Blech? Rundum Einzelradaufhängung mit Querlenkern. Und die Lenkung, da haben wir eine Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung. Traktionsprobleme, wir haben ja hier nur Hinterradantrieb in Anführungsstrichen, hatte ich bislang trotz feuchter Piste noch nicht. An der Hinterachse sitzt ein Differential, das sperrt mit 25%. Scheint zu helfen. Jetzt sitze ich drin im Supra Mark III und ich fühle mich hier ziemlich chefig aufgehoben. Hier die Sitze mit der integrierten Kopfschütze, die sich aber noch verstellen lässt, mit sehr flauschigen Sitzen. Hier ist so ein schönes Velour drauf. Die fassen mich ein bisschen ein. Das finde ich aber eher gemütlich als sportlich. Auf jeden Fall langstreckentauglich. Ganz gut. Ich habe auch ausreichend Luft über dem Scheitel und nach rechts und links sitze ich eben auch schäfig. Ja? Ich habe Platz. Dazu fühlt sich hier alles sehr schön an. In der Tür, der Teppich hier, alles weich. Auch oben drauf schon. 1992, wie gesagt, ist hier immer noch Hartplastik viel zu finden. Aber nicht überall. Und da, wo man hinfasst und hinguckt, da ist es schön verarbeitet. Echt ganz gut. Dazu passt auch jetzt immer noch die Qualität ganz ordentlich. Dann gibt es ein paar extra Uhren, wie zum Beispiel hier eine Information zum Turbolader. Und hier am Lenkrad, da gibt es noch eine schöne Besonderheit. Ihr denkt vielleicht, oh, da hat das Lenkrad aber vielleicht sehr tief unten sitzen. Ich meine, je nachdem, wie man gebaut ist, hat man die Lenkradstellung so tief. Immerhin geht es überhaupt. Man kann das Lenkrad in der Tiefe schon damals verstellen und auch in der Höhe. Und das ist jetzt, wenn man so fahren möchte, natürlich sehr unbequem zum Aussteigen. Und hier hat Toyota dann etwas installiert, das so eine Art Memory-Funktion ist. Ja. Ich kann jetzt hier drücken, zack, und das Lenkrad geht wieder nach oben und ich kann einfach aussteigen. Zack, und es ist wieder in meiner gewählten Stellung. Ganz praktisch, ganz pragmatisch, einfach mechanisch, aber einfach genial. Der Seitenhalt des Sitzes, der lässt sich ja ganz einfach verbessern. Wir haben hier diese wunderbare Taste und dann drücke ich da einfach drauf, zack, und da kommen die Seiten, die Sitzwangen hier, und schmiegen sich mir an. Herrlich. Dazu kann ich mir noch die Lordose so ein bisschen einstellen, das Rückenpolster da hinten. Super. Jetzt sitze ich direkt viel sportlicher und kann viel besser durch die Kurve gehen. Da gibt es gar keine Probleme mehr. Ich habe mal kurz für euch angehalten. Es ist zwar leicht am Nieseln, ein bisschen windig und regnerisch und viel zu kalt für so ein Cabrio-Wetter, aber der Supra Mark III hat halt hier nun mal so ein Targa-Dach und das muss ich euch zeigen. In jeder Ecke innen ist eine Schraube zu lösen
habe ich schon gemacht. Jetzt drücke ich von innen einfach gegen. Das Teil ist gar nicht besonders schwer. Es ist nur ein bisschen unhandlich. So, und jetzt nehme ich das Ganze, guck, hier bin ich, mal mit zum Kofferraum. So. Und warum nehme ich das mit zum Kofferraum? Weil es hier eine Möglichkeit gibt, das sauber unterzubringen. Zeige ich euch mal. Achtung, lackiertes Teil, vorsichtig. Und zwar gibt es hier diese Aufleger. Kann man runterdrücken und dann kann man es da schön reinschieben. Und hier gibt es so Aufleger, die kann man lösen. Da fallen sie runter, hat man mehr Platz im Kofferraum, kann man hochmachen und dann kann man es da auflegen. So, jetzt heißt es, das hier behende vorsichtig reinschieben, reindrücken und dann hier runterdrücken, zack, und es ist arretiert. Ich finde, das ist mehr als eine Notlösung. Wenn es mal schnell gehen muss, dann hat man das hier schon mal schön untergebracht. Hätte sogar noch ein bisschen Platz drunter. Ganz cool. Jetzt mache ich es aber wieder drauf, das Dach. Toyota sagte sich damals beim Bau der dritten Supergeneration, nicht kleckern, sondern klotzen, so auch beim Preis. 65.500 D-Mark waren damals freundlicherweise zu überweisen, um diesen Fahrzeugschlüssel hier zu bekommen. Wer heute ein gut gepflegtes Exemplar ergattern möchte, bezahlt mindestens 18.000 Euro. Mäßige Exemplare sind bereits für 4.000 Euro zu bekommen. 240.000 Exemplare wurden weltweit produziert und Europa etwa 28.000 Exemplare verkauft. Und gebaut wurde der Mark III mit den verschiedenen Motorisierungen, die angeboten wurden, von 1986 bis 1992. Wir haben hier also eines der Exemplare stehen, das zuletzt gebaut wurde. Der Tag mit dem Supra Mark III geht für mich zu Ende. Ein bisschen was habe ich schon, fast die Tränen im Auge, denn es waren bewegende Momente. Das Auto hat mich sehr überzeugt mit wahnsinnig viel Leistung. Es war wirklich zu überraschen, auch mit toller Technik, mit toller Qualität. Es ist gleichzeitig aber auch ziemlich schwer. Also für mich eher der Gattung GT zugehörig, aber das mindert den Fahrspaß und das besondere Fahrerlebnis in keinster Weise.